Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Oh, beim letzten Mal haben wir hier die ein oder andere Aufgabe gemacht, haben diesen wunderschönen Brunnen gefunden, wo uns später die Hölle erwartet. Und jetzt wollen wir uns Wüstenautobahn Finsterzeit antun. Was haben wir denn hier vor uns? 12 Gegner. Okay, das wird schrecklich. So, ich weiß schon, was ich als allererstes tue. Und zwar haue ich euch jetzt so eine Runde, dass ihr wegfliegt. Die Sicht hatte ich vorher übrigens aktiviert. Oh ja, beiden geschadet. So, mehr konnte ich nicht wirklich machen. Ach, die haben welche unter sich, die beschwören können. Na gut, ich muss nur 12 Gegner besiegen, also stört mich das nicht, ne? Habe ich es leichter, ehrlich gesagt. Weil die wesentlich schwächer sind. So, die treten wir weg. Ich mache hier meine arktische Apokalypse. Das wird schon gut Schaden machen. So, die kann ich jetzt auch so recken. Und die, die beschworen wurden, zählen offenbar jetzt einen Zwischengegner. So, ratatatatata. Und dann aktivieren wir noch die Windbox da. Zwecklos. Tschüss. Ich muss jetzt nicht darauf abziehen, dass die durchgehend am Beschwören sind, oder? Nee, da kommen Portale. Fuck. Das nennt man eine Combo. Und den gibt es auch noch direkt einen Feuerregen für euch beide. Das Rabbit Rosalina, das er bekommen hat, ist jetzt nicht so unbedingt das Wahre vom Ei. Oh ja, ich habe beide runtergekickt und sogar vernichtet. Ist gerade keiner auf der Map. Da kommt jetzt nicht nur einer raus, ne? Auch drei. Muss warten, bis da einer rauskommt. Zack. Oh, das reicht ihnen aus zum Draufhauen. Nee, das ist jetzt natürlich doof.
Hier, ich habe ein Geschenk für euch beide. So, einen werden wir schon mal los. Das mit Rebella ist jetzt ein Verlust. Ich dachte nicht, dass die instant darauf reagieren. So, der ist weg. Und viel mehr kann ich leider auch nicht machen. Ich muss nur einen von denen da hinten vernichten. Und er ist der Auserwählte. Ja, ist jetzt Win halt, ne? Der kann nicht viel machen. Jetzt da aber auch so viele von denen stehen. So, Eishimmelsregen. Bin gespannt, wie viel trifft. Irgendwie enttäuschend, die Ausbeute. Dafür haben wir sie. Endlich. Geschafft. So, habe jetzt instant mein Team geheilt. Die Kamek-Aufgabe habe ich übrigens zwischen den beiden Folgen jetzt schon gemacht. Will ich mich hier zurück kanonieren? Da komme ich doch hier hinten raus, oder nicht? Mutti ahnte nichts Böses, aber als sie sah, wie einige Rabbits von einem mechanischen Monster bedroht wurden, eilte sie ihnen zu Hilfe. Die Rabbits hier hatten den schrecklichen Roboter selber erfunden, neben anderen Monstrositäten, die den Planeten nach und nach auseinandernahmen. Oh, kriegen wir einen coolen Boss hier? Aktivier dich doch. Stimmt, ich glaube, hier waren wir auch schon. Okay, wir wollen hier mal gucken. Da ist das Planetentor. Komme ich aber noch nicht rein. Habe ich noch nicht genügend Karkmatal-Dinger gesammelt. Hand und Hirn. Luigi und Bowser. Das kann was werden. Moment mal. An dieser Fensterzeitpfütze ist irgendwas anders. Ich analysiere. Wir müssen diesmal anders an die Sache herangehen. Nur eine gewaltige Zerstörungskraft kann diese Pfütze beseitigen. Da kommt nur einer in Frage. Er kennt sich mit Kämpfen ziemlich gut aus. Vielleicht nimmt er das Ganze aber auch etwas zu ernst. Vielleicht geht Luigi auch mit. Nur damit es nicht komplett aus dem Ruder läuft. Ich lese nur Überleben, Leute, ne? Ich habe instant den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. So, ich weiß, was ich mache. Euch einmal treten. Und dann die Apokalypse hier auslösen. Könnt ihr die bitte tot sein? So, sayonara. Dann mache ich mal noch die Sicht an. Und die Gegner sind dran. Warum spawnen die immer bei mir? Habe ich irgendwie so eine Kranke, die sagt, kommt, spawnt bei mir? So, jetzt sind sie dran. Attacke meine Minions. Ich hab die mal alle nach oben getragen. Angriff! Wer auch immer da rauskommt, dem habe ich es gegeben. Ich kann die Runde nichts machen, ne?
konnte nur die Sicht aktivieren. Ich glaube, die Spinnen können echt nur bei mir spawnen. Damit ich mich nicht in eine Ecke verkämpfe. Was ich eigentlich ehrlich gesagt doof finde. So, dann prüfen wir mal. Ja, funktioniert. Ich kann die Kisten damit auch kaputt machen. Das hat mich auch interessiert. Oh, das war jetzt nicht die schlauste Aktion. Weil Luigi jetzt eventuell weggeblasen wird. Aber ich lieber Bowser eben kurz noch mal ein bisschen geheilt. Ich glaube, ich kann Bowser direkt wieder heilen. Verzieh dich mal zu dem anderen da hinten an die Kante. Oder stellt euch beieinander hin. So, ich mache das jetzt mal ganz intelligent. Apokalypse! Incoming! Ah gut, ich war noch außer Reichweite von dem Teil. Kommt, Rief! Böse. Ich mag die Aufgabe nicht. Würde jetzt nur noch fehlen, dass ich jetzt hier noch mehr Gegner bekomme. So, einer von euch finisht ihn. Rest, Attacke auf die da unten. Sind ja auch eine gute Ablenkung. Ja, ich bin fast jede Runde Bowser am Hallen, ne? Es ist schrecklich. Danke, dass du in den reingerannt bist. So, und der letzte hat einen Schuss abgefangen. Wenn aus dem anderen jetzt auch noch mal zwei Reihen auskommen, ne? Dann werde ich aggressiv. Heil ich doch mal irgendwo. So, euch friere ich ein. Ihr steht da so gut. Da geht ihr mir nicht auf den Senkel. Zack. Und da ist zum Glück eine Wand im Weg. Da kommen auch noch mal drei raus. Viele Runden muss ich noch überleben. Ist die letzte. Also heißt vom Prinzip her. Ach, ich kann die auch da unten spawnen. Let's go. Attacke. So, und jetzt geht weg von mir.
Ey, ohne Witz, ne? Diese Überlebensmissionen, die nerven einfach nur massiv. Ach, dafür habe ich Steampunk-Bazooka erhalten. Ja, ich hatte das auf einfach gestellt. Ich habe das jetzt mittlerweile schon wieder hochgestellt. Also diese Überlebensmission, vor allem wenn es richtig viele Runden sind, die nerven einfach nur. Also die sind selbst auch einfach anstrengend. Auch schwer bisher meistens unmöglich. Deswegen mache ich die mittlerweile schon nur noch auf leicht. Wenn ich da überleben sehe. Alles andere mache ich auf dem Höchstschwierigkeitsgrad. Aber nicht überleben. Überleben nervt mich dafür zu sehr. So, das müssen wir jetzt durchschieben. Ach ja, ich muss mein Team noch anpassen. So, hab wieder das altbewährte Team. So, das muss da drauf. Das ist ja offensichtlich. Also hier hinten offenbar. Ich brauche es mehrmals. Sehe ich das richtig? Also da oben ist auf jeden Fall ein versteckter Weg, aber wo muss das hin? Das kann ich hier abstellen. Das muss da hinten drauf. So, jetzt müssen alle Wege oben sein. Ja, den anderen schiebe ich gleich wieder hoch. Und das war's auch schon, wenn ich das richtig sehe. Das wäre dieses Rätsel. So, das war relativ einfach. Wie komme ich jetzt da hinten an das Rätsel ran? Oh, ich sehe, wo mich die Kanone hinführt. Na, jetzt komme ich da auch endlich mal ran. Ist okay. Wir haben die Information zur Mutti erhalten. Ja, hier müsste man den Weg frei machen, um an das eine Teil zu kommen. Muss ich aber, glaube ich, von der anderen Seite irgendwie kommen. Oder ist hier ein Geheimweg? Nee, ich müsste von der anderen Seite irgendwie hinkommen. Was sagt denn die Karte? Ja, irgendwie von hier. Aber da konnte ich ja noch nichts machen. Ich guck da noch mal, wenn ich den Planeten befreit habe. Okay, neue Karte, kurz drüber gucken. Okay, ich sehe schon, wir haben was zu tun. Eine München-Ausforderung, noch eine Finsterzeit, das Rätsel von Karmaktal, eine fiese Angelegenheit. Das mutige Duo ist tatsächlich sogar eine gute Kombi. Okay. Und müssen natürlich auch erstmal sofort kämpfen. Fünf Wegmänner. Waren das die, die beschwören können? Ja, das sind die, die so einen Knecht beschwören. Okay. Gegen was sind die denn schwach? Gegen Wind.
Okay, ich habe mir mal zwei Windsparks eingepackt. Aber ich glaube, ich lasse die alle erstmal näher kommen. Komm, bitte. Ja. So, ich bin gewappnet. Zack. Den brauche ich nur eine mitgeben. Aber natürlich nicht vergessen, dass die Knechte beschwören. Und die können das wie ich mit Bowser gerade eben auch einfach den Weg runter machen. Ich sollte von links nach rechts arbeiten. So einmal links im Kreis. Weil ich so auch mit den Röhren gehen kann. Ist auf der anderen Seite auch jemand, der den Knopf drücken kann? Nein, einer muss da drüben bleiben. Okay, dann bleibt Luigi da drüben, weil er der Scharfschütze ist. Kümmern wir uns erstmal um die da unten. Mit ein bisschen Glück kann ich beide vernichten. Sonst noch wer? Ja, ich habe zwei schon mal vernichtet. So, ich kann hier mit der Sprungplattform wieder nach oben. Dann machen wir hier erstmal den Schockregen, dass die weg sind. Also die werden nicht sterben, aber sie kriegen einiges an Schaden. So, von hier oben brauchst du mich nicht sonderlich zu jucken. Wäre hier auch schon mal geklärt. Ich versuche den da oben zu snipen. Weil wenn ich treffe, ist er tot. Na, ah, hätte ja klappen können. Okay, ich setze hier jetzt, glaube ich, mal den Aero-Shaker jetzt endlich mal ein. Das hat auf die keine sonderliche Wirkung, aber eventuell kann ich den Claudius damit zumindest runterpusten. Dann ist er weiter weg. Ja, hat funktioniert. Nicht 100%, wie ich es wollte, aber hat funktioniert. So, krieg ich dich totgeballert? Ich krieg dich tot. Ich hab dem vorher noch ein paar Schläge mitgegeben. So, sind nicht mehr viele. Ist, glaube ich, nur noch der da oben. Und der wird gerade weggesniped. Ja, Mission geschafft. Diese Windmühle versorgt Muttis Werkstatt mit Energie. Offensichtlich hat sie aber eine Fehlfunktion. Ja, offensichtlich. Die Kraft an Elektrizität, die hier erzeugt wird, muss die Ursache für diesen ungewöhnlichen Sturm sein. Also los, kämpfen wir gegen Windmühlen. Das klingt lustig. Kampf gegen Windmühlen. Oh, ich habe einen Fertigkeitenprisma noch erhalten. Ich kann ja noch gucken, bevor ich hier Schluss mache. Vielleicht kann ich ja einen aufwerten. Ja, Rabbit, die beiden Rabbit-Brüder. Wundbarkeit. Verwundbarkeit. Mehr, kriegen die mehr Schaden. So. Mehr Schläge bei Rabbit Mario. Und beim Rest lohnt sich, glaube ich, noch nicht, oder?
Ich mach mal ihre Angriffskraft höher. Muss mir auch mal ein bisschen was von den anderen Fähigkeiten hier gönnen. Bei euch spare ich noch auf den Sparkschutz. Okay, Leute. Wir haben drei Schlachten heute gehabt. Ich würde sagen, das ist genug für heute. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!